Jo Leute und willkommen zum zweiten Part für heute. Ich weiß, dass ich da den ersten aufgenommen habe und wir sind immer noch beim Bauen an Robots. Wir haben jetzt schon angefangen mit dem, was ich als nächstes geplant habe. Was ich hier anders machen will als normales Gameplay. Also dieses Level für dieses Gameplay. Da muss ich im letzten Part bemerken, dass das Wingcopter, den ich mir gebaut habe, gar nicht mal so einfach zu steuern ist. Ganz ehrlich, das hat mich schon verwundert. Oh ja, guck mal, hier habe ich am Anfang noch gebaut. Wollte ich eigentlich für eine Coin machen, aber das war mir eigentlich zu doof dafür, weil mir die Coin schöner Platz gefunden hat. Und wie findet ihr es? Okay. Doofe Sache, ey. Sinnlose, nutzlose Sache, egal, das ist dummer Sinn. Machen wir das ein bisschen größer, das soll ja einfach sein. So, machen wir hier das nochmal weg. Also, wir werden jetzt ein bisschen weiterbauen. Sorry, wenn ich pro Part vielleicht nicht viel schaffe, weil ich ein Part lang hier zum Beispiel jetzt das wahrscheinlich bloß bauen werde und dann wieder spielen werde. Aber das ist der Sinn davon. Ja, wenn du in meinen Leute, wenn ihr einen Livestream schaut, dann seht ihr nichts anderes, wenn die Leute was bauen. Ihr seht, wie ihr sie meist, oft ist es so, ihr seht, wie sie Layout haben und daraus ein Level machen. Richtig cooles. Und jetzt hier, ich baue halt per einfach überlegen und machen. Ich hoffe auch trotzdem, dass es euch gefällt. Weil ich werde wahrscheinlich jetzt um 21 Uhr das Video pausieren, weil ich jetzt in Castle Clash Boss machen muss, weil ich hatte zwar wieder genug Ruhmpunkte, aber ich brauche trotzdem wieder mal ein bisschen. Also ich möchte lieber ein paar zu viel anstatt zu wenig haben. Und ich nehme das jetzt einfach hier. So. Wo war das? Da, 1, 2, passt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefällt. Ich habe zuerst so 12 Abonnenten oder so. Ich hoffe aber, dass es diesen 12 Abonnenten gefällt, das Video. Ja. Auf jeden Fall, ja. Was soll ich, kann ich jetzt noch sagen? Spooky, scary, skeletons, and... Spooky, scary skeletons and... Sorry, wenn ich jetzt vielleicht für euer
Wenn jetzt vielleicht findet, oh, da war zu viel. Ich mache lieber zu viel, anstatt dass man nachher irgendwas sieht, was man nicht sehen sollte. Ich werde es trotzdem versuchen, in Grenzen zu halten. Also wenn ich jetzt hier zu weit hochbaue, meine ich jetzt damit. Es wird wirklich passieren. Zum Beispiel, ich habe jetzt die Regenbogenpfosten, sagen wir mal, da nach, zu weit nach oben gebaut. Ich weiß, dass es zu hoch ist. Dass man so weit hoch eh nie spielt. Dass man so weit hoch eh nie an der Stelle kommt. Ich bin lieber zu vorsichtig für alles, anstatt dass man nachher irgendwas Ungewolltes sieht. Das möchte ich so sagen. So wird das niemals. So, jetzt wir müssen. So. So hätte ich das niemals brauchen. So. Nein. Jetzt muss ich nur hoffen, dass das, was ich hier schon habe, die oberen Regenbogenpfostenteile, ich nenne es mal Regenbogenpfeiler, dass die auch schon sind. Ja. Und aber ich sagte, nee, ich wollte eigentlich gerade sagen, pass auf, das wird echt kein Demon, aber das habe ich schon gesagt. Ja, aufnehmen wird wahrscheinlich nervös und lässt zu vielen Sprachfehlern wirken. Ups. By the way, ich habe am Anfang von den Videos gesagt, dass es in dem Level ein Secret gibt. Alter, was kann ich eigentlich? In dem Level Secret, ich weiß nicht, ich glaube, ich werde es aber beim Hochladen dann zeigen, wenn ich ins Level hochlade. Wenn das Level fertig ist. Warum mache ich das eigentlich jetzt schon? Egal. Ich würde gerne andere Musik hier im Hintergrund laufen lassen, aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht die Musik wechseln. Hier. Also es tut mir leid, wenn es jetzt nicht mehr gibt, aber... Ja. Ich kann ja mal ein Video machen, ich kann ja auch mal versuchen, ein Stundenvideo aufzunehmen oder so, vielleicht, aber das geht halt nicht. Ob ich in drei Parts ein Layout zusammenkriege. Oder wollt ihr mal, dass ich eine Challenge mache? Ich soll in einem 30-Minuten-Part ein Layout bauen, ein komplettes. Wenn ich das mal machen soll, dann sagt's mal, Leute. So, das nehmen wir. Das nehmen wir jetzt, Leute. Ich hab das hier oben verschoben, das ist der Kacke. Ah, Kacke, Kacke, Kacke. Das wollte ich nicht machen, das ist mir aber egal. Ich komme noch zu, keine Angst, hier kommen auch später noch Schattierungen hin. Jetzt geht es erstmal ums Grundlegendste. Nachher wird es designt. Also wahrscheinlich wird das mich hier so 6 Parts kosten.
Ich hoffe, dass ich. Also schreibt mir in die Kommis, soll ich das hier alles auf einmal in den Parts bauen oder soll ich das pausieren und dann später. Soll ich das designen und dann erst wieder aufnehmen oder wie soll ich das machen, Leute? Das Level lebt ein bisschen von euch. Ja, das könnte ich reinbauen oder so. Probieren wir es mal aus. Vielleicht sollte ich ein Low Detail machen. Kacke Facebook, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, Facebook, ich habe all die Facebook bloß um Sachen sind für Spiele nachzuschauen. Und jetzt kommt er die ganze Zeit. Was macht, ganz ehrlich, was soll der Rotz? Du bekommst auf nicht, du bekommst. Okay, es ist besser, als wenn du für jede einzelne Nachricht eine Nachricht bekommst. Dass du sagst, dass es auf einmal heißt, diese Person hat dir geschrieben. Und auf einmal heißt es nochmal, diese Person hat dir nochmal geschrieben. Und dann macht es auf einmal nur. Okay, dumme Geräusche für den Part auch wieder geschafft. Ich bin halt gut darin. Sondern nein, du bekommst auf einmal, du hast auf einmal 47 neue Nachrichten, dann bekommst du für alles, was irgendwelche wildfremden Leute machen, eine Nachricht, da hat sein Status geändert. Ach, und dann auf einmal kennst du diese Person hier und dann denke ich mir nur so, hallo Facebook, macht ihr mal irgendwas dagegen? Nachher schreiben mich noch Leute an, die mich dann stalken und ausrauben wollen. The fuck? Was war denn das jetzt? Ganz ehrlich, Leute, das hatte ich letztens auch irgendwann schon mal. Ich habe nichts gemacht. Auf einmal hat sie. Es hat gar nichts mehr funktioniert, gell? In Castle Dash, ich habe angegriffen, ich habe nichts machen. Es hat automatisch sich rumbewegt und Truppen gesetzt. So richtig komischer Bug. Dann habe ich Sandy neu gestartet und dann ging es wieder. Hat irgendjemand von euch schon mal das Problem gehabt? So, wir sind mal am 3 höher. Und ich habe auch überlegt, ob ich einen Boss halt hier einmachen soll mit einem speziellen Boss von einem. Ich sag's mal, ich gebe mal einen kleinen Tipp. Es ist ein Mob von dem Spiel, das ich gerne gespielt, das ich sehr gerne spiele oder sehr gerne mag. Oder das ich sehr mag auf jeden Fall in das Spiel. Es ist ein sehr cooles Spiel, finde ich. Drehen wir das noch ein bisschen weiter. Drehen wir das hier noch hin. So. Und wenn ich jetzt Mob sage, dann wird jetzt von euch, dann werden jetzt, wenn ich jetzt 500 Millionen Abonnenten hätte oder so, dann würden jetzt 50% damit kommen. Minecraft, der baut Minecraft. Und dann würden 500 Leute wahrscheinlich in die Kommentare schreiben. Minecraft suche die. Nein, es ist nicht von Minecraft. Minecraft, das möchte ich schon sagen. Das ist ein kleiner Tipp. So. Dann nehmen wir das da und dann bauen wir das hier alles hin.
Episode. So sieht es bis jetzt aus. Ich werde die Hintergrundfarbe wahrscheinlich nochmal ändern. Auf jeden Fall, ich sage, es gibt einen Custom Background, wird es geben. Also mit dem Part bin ich ehrlich froh. Lass mal ein bisschen bauen jetzt und dann ist doof, ich kann auch noch nicht, also ich weiß noch nicht, ob ich das mit meinem Schneideprogramm machen kann und wenn ja, wenn ich es machen könnte, wüsste ich ehrlich gesagt nicht wie und dann habe ich auch keine Lust, dass es wieder noch schlimmer wird, als es meistens schon immer ist, ob man das nicht irgendwie Time-Raffer machen kann, aber ach, das weiß ich, also mir gefallen meine Videos bisher schon. Qualität, ich kann es auf 720p filmen und das Einzige, was immer passiert, ist halt, oder was oft passiert, ist, dass der Ton ein bisschen asynchron ist, aber solange es ja bloß das ist, bin ich mittlerweile froh. Und mir macht YouTube auch Spaß, gerade. Ja. Ganz ehrlich, wisst ihr, ich kann nicht mal sagen, von was ich so gerade in Gemäße des träume, dass mein Level Sternenrang wird, ist jetzt ehrlich gesagt nur mein größter Traum. Sondern dass ich mal einen richtig großen Mega-Collab mit machen darf und zu etwas bekannten Leuten, dass die Leute wie Vibrin, dass ich da mal mit einem Mega-Collab machen kann. Ich finde, ich kann gut gehen. Also meiner Meinung nach kann ich schon ganz ordentlich was bauen. Ist nicht so, dass wenn mir das Level-Editor sagt, dass ich mich dann in die nächste Ecke verkriege, weil ich von nichts eine Ahnung habe, aber ich sage jetzt auch mal, ich bin jetzt. Es ist das andere, als sagt Level-Editor, dass ich sage, jetzt baue ich jetzt ein Level, das dann in 2 Minuten wieder featured ist. Sterne hat, weil es einfach ja weil es einfach ein gutes Level ist, sondern ich bin jetzt so einer, der es heißt immer jetzt, wenn sie Zeit doch, wann ich darf bei Mega Collab mitmachen. Ganz ehrlich, ich würde es ohne Nein sagen, ohne irgendein anderes Wort da. Ja, ich würde ohne irgendein anderes Wort Ja sagen. Ganz ehrlich, das würde mich dann echt freuen. Ich sollte mir echt ein paar interessante Themen für die Videos aussuchen. Es ist 20:52 Uhr, ich werde gleich das Video pausieren und kurz den Boss machen. Schauen, ob ich im Shop was Gutes habe. Ich werde jetzt kurz mal das Level spielen.
Und by the way, falls das dritte Video dann wieder irgendwann im Nichts endet, dann tut mir das halt immer noch leid. Aber ich kann da nichts machen. Das ist ein bisschen doof. Ich habe eine bessere Idee. Welches waren die Clever Blocks? Ich mach das gerade richtig dumm. Bitte sag, dass es die sind. Lässt sich bestimmt was damit machen. Jo. Wisst ihr, was ich jetzt vorhabe? Dass mit diesen Hit-Clever-Blocks möchte ich jetzt verhindern, dass man da stirbt. Eine Regenbogensäulen. Immer bloß an der Spitze. Ich hoffe, man kann damit erreichen, dass man davon jetzt nicht stirbt. Ich werde es gleich in dem nächsten Level nochmal testen, wenn ich das jetzt hier nicht schaffe. Doch, es klappt. Doch, es klappt. Geil. So, ich glaube, das Einzige, was uns töten kann, ist nun wirklich nur noch die Stacheln. Ich habe eine Idee. Wir machen mal das hier weg und probieren es gleich mal so zu schaffen. Und ich habe eine Idee. Ich werde das Video jetzt gleich beenden. Und den dritten Part machen. Ja, ich werde das Video jetzt gleich beenden und den dritten Part aufnehmen. Und ich vergesse jedes Mal, dass da unten das Portal ist. Das mich eigentlich automatisch hoch transportieren. Ich will das jetzt probieren, in einem Run zu schaffen. Gott. Nur sie noch was hinbauen. Oh mein Gott, nein! Ich bin es so gewöhnt, dass man auf einer Stelle bleibt. Okay, ich glaube vielleicht 5 oder 6 Sterne. No way, Mann! Oh Gott. Und oh mein Gott, oh mein Gott, ich werde da Plattformen hinmachen, das ist viel zu schwer für mich. Ich möchte das Level echt einfach halten.
Ich werde auf jeden Fall Plattformen machen, die einem helfen. Das ist jetzt nicht euer Ernst, verdammt! Oh mein Gott! Wie ich das einfach nicht schaffe! Jetzt reicht's! Verarschen oder was? Ich schaff das einfach nicht! Oh mein Gott! Fände ich mal einen Flugpart. Dankeschön. So, wir müssen jetzt auch gleich hin. Also ich werde jetzt das Video pausieren. 33 Sekunden. So, ich werde das jetzt gleich auch abspeichern, also bis gleich.